Herzlich willkommen zu eurem Gottesdienst. Das Warten hat ein Ende. 7 Tage sind vergangen, seitdem Ralf gesagt hat, noch ein bisschen Geduld. Und heute wartet auf euch ein Mega-Quiz zu dem Thema Pfingsten. Denn wir feiern heute Pfingsten. Der Heilige Geist ist gekommen. Und ich will mal wissen, wie viel ihr da eigentlich von drüber Bescheid wisst. Als Belohnung dürft ihr für jede Frage euch einfach was Leckeres aus dem Kühlschrank mopsen oder eure Eltern um 1 Euro bitten. Ihr lasst euch einfach was einfallen. Eure Eltern sind eure Schiedsrichter und die stecken euch allen die tollen Belohnungen für jede richtig beantwortete Frage zu. Ich wünsche euch viel Spaß. Denn jetzt starten wir schon mit eurer ersten Frage. Die erste Frage ist, da es ja um Pfingsten geht, wann fand Pfingsten denn statt? Pfingsten fand statt am 8. Tag, am 40. Tag oder am 50. Tag nach Ostern. Ihr dürft euch jetzt entscheiden. Ihr habt eure Antwort? Okay, ich verrate es euch. Die richtige Antwort ist natürlich am 50. Tag nach Ostern. Na, habt ihr es gewusst? Gut, dann machen wir jetzt weiter mit der zweiten Frage. Was bedeutet eigentlich das Wort Pfingsten? Bedeutet es freuen? Bedeutet es Frieden? Oder bedeutet es der 50. Tag? Gut aufgepasst hat bei Frage 1 ist natürlich die richtige Antwort am 50. Tag. Überraschenderweise. Denn das Wort Pfingsten bedeutet Pentakost aus dem Griechischen am 50. Tag. So einfach ist das. Dann kommt jetzt die dritte Frage. Warum ist Pfingsten eigentlich so wichtig für uns? Pfingsten ist so wichtig für uns, weil wir dann die Geburt von Jesus feiern. Weil wir dann ganz viele Geschenke bekommen oder weil dann die erste Gemeinde entstanden ist. Entscheidet euch jetzt! Habt euch für Antwort Nummer 3 entschieden? Das war richtig. Frage Nummer 4. Pfingsten. Waren alle, die Jesus mochten, die zu ihm gehörten, zusammen? In welcher Stadt eigentlich? Jerusalem, Bethlehem oder Judäa? Waren tatsächlich in Jerusalem. Antwort 1 war richtig. Es geht weiter mit Frage 5. Plötzlich, als die Jünger so zusammen waren, kam ein gewaltiges Brausen vom Himmel her, das durch das ganze Haus tobte. Aber sie hörten nicht nur das Brausen, sondern sie sahen auch noch etwas. Was sahen sie denn eigentlich? Sahen sie Tauben? Sahen Sie Geldscheine oder sahen Sie Feuerflammen? Musik
richtige Antwort, ihr habt es bestimmt gewusst, sind Feuerflammen. Und das war der Moment, als die Jünger vom Heiligen Geist erfüllt waren, genauso wie Jesus es ihnen versprochen hat. Erinnert ihr euch noch? Jesus hat gesagt, und dann schenke ich euch meinen Geist und der Geist wird euch Kraft geben. Und damit kommen wir auch zu Frage 6. Wo steht das denn eigentlich nochmal, was Jesus den Jüngern da versprochen hat, kurz vor Himmelfahrt? Steht das in Römer 4? Steht das in Apostelgeschichte 1? Oder steht das in Matthäus 22? Das steht in Apostelgeschichte 1. Und damit kommen wir zu Frage 7. Die Jünger haben also den Heiligen Geist erfahren, aber was passierte dann? Gingen die Jünger dann in fremde Länder? Redeten die Jünger in fremden Sprachen? Oder lösten sich die Jünger in Luft auf? Sicher, dass ihr die Frage richtig beantwortet habt. Die Jünger fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden. Stellt euch das mal vor. In Jerusalem wurden immer mehr Menschen darauf aufmerksam, dass die Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Und in Jerusalem waren viele Pfingstbesucher. Alle wollten das Pfingstfest feiern. Sie kamen aus ganz verschiedenen Ländern mit ganz unterschiedlichen Sprachen und die Jünger fingen an, in anderen Sprachen zu reden. Aber nicht in irgendwelchen Sprachen, sondern genau in den Sprachen, die die Menschen sprachen, die aus den anderen Ländern kamen. Da kam zum Beispiel jemand aus Athen und die Jünger sprachen Griechisch. Und da waren Araber und da waren ganz viele unterschiedliche Leute. Und die Jünger wussten das, glaube ich, selber gar nicht so genau, welche Sprache die sprechen. Aber die Gäste in Jerusalem, die haben sich total gewundert, was sprechen denn die Jünger unsere Sprache? Die kommen doch hierher. Die müssten doch einfach ihre Sprache sprechen. Aber haben sie nicht. Witzig, oder? Und dann haben sich die Menschen, diese Gäste in Jerusalem, die haben sich richtig gefreut und haben gedacht, was ist denn das? Die haben nämlich gehört, wie die Jünger richtig doll geschwärmt haben über Jesus. Und das fanden die klasse. Aber nicht alle fanden es toll. Einige haben sich auch voll lustig gemacht über die Jünger. Die haben gedacht, oh, die sind betrunken, die sprechen irgendwie wie alkoholisiert. Macht nichts. Das nächste Mal, wenn du vom Heiligen Geist voll erwischt wirst, mach dir keine Gedanken, lass die anderen ruhig lachen und lass den Heiligen Geist ruhig weiterwirken. Die Jünger haben also den Heiligen Geist erfahren und sahen für andere Menschen vielleicht ein bisschen betrunken aus. Aber ich glaube, dass sie sich richtig, richtig wohlgefühlt haben. Sie wurden tatsächlich auch vom Heiligen Geist beschenkt. Womit wurden sie vom Heiligen Geist beschenkt? Wurden sie mit Häusern beschenkt? Wurden sie mit Geld von ihm beschenkt? Oder wurden sie mit Kraft beschenkt? Okay, ich gebe es zu, ich habe es schon verraten, sie wurden mit Kraft beschenkt. Das war das, was sie vom Heiligen Geist bekommen haben. Und wisst ihr, was ich so denke? Stellt euch mal vor, die Jünger, die waren echt dabei, als ihr bester Freund, als Jesus gefangen genommen wurde, von den Soldaten geschlagen wurde und dass ihr bester Freund dann am Kreuz gestorben ist. Das haben die miterlebt. Ja, ich weiß nicht, wie es mir damals gegangen wäre, aber ich glaube, ich hätte Angst bekommen. Angst vielleicht vor den Soldaten und da hätte ich mich versteckt in meinem Haus und hätte überlegt, lohnt es sich jetzt überhaupt einmal rauszugehen und kurz in den Supermarkt, um mein Naschi zu holen. Und vielleicht ging es den Jüngern damals auch genauso.
die haben sich in ihren Häusern getroffen und haben sich vielleicht nicht getraut, rauszugehen. Und dann kam der Heilige Geist. Und das ist echt ein Wunder. Der Heilige Geist hat ihnen Kraft geschenkt. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Die Jünger sind rausgegangen. Das ist das, was sie gemacht haben. Sie haben sich nicht mehr versteckt. Die haben in der Kraft Gottes von Jesus angefangen zu schwärmen. Der Petrus war besonders mutig. Der hat sich vor die ganze Menschenmenge gestellt und hat mal eben eine Rede gehalten. Obwohl er vielleicht kurz vorher noch voll Angst hatte, hat er einfach angefangen, von Jesus zu schwärmen. Und er hat nicht von sich erzählt, ne? Hey, ich bin so cool, ich kann das und das, ich weiß ganz viel oder ich bin super stark, ne? Schließlich war ich ja mit Jesus zusammen. Hat er nicht gemacht. Der hat von einer Sache geschwärmt. Mit einer Sache hat er angegeben, und zwar mit Jesus. Und damit segne ich euch jetzt auch mit dem Vers aus Jeremia, dass wann auch immer ihr schwärmen wollt, wann auch immer ihr irgendwie angeben wollt, macht das. Ich ermutige euch. Dann gebt ihr aber mit Jesus an. Wenn ihr angeben wollt, dann gebt damit an, dass ihr Jesus kennt und ihn versteht. In diesem Sinne hoffe ich, dass ihr alle Fragen richtig gut beantworten konntet. Und wenn nicht, schaut doch das Video einfach nochmal von vorne an. Ciao!